Schwinkfurt sollte eigentlich seit einer halben Stunde eine Bombeneinschiffung laufen. Auf dem alten Zechengelände ist am Mittag ein Weltkriegsblindgänger gefunden worden. Seit einer Stunde etwa gilt die komplette Innenstadt zur Sperrzone. Über 3000 Anwohner sind betroffen. Die sind teilweise noch nicht aus der Sperrzone raus. Darum verzögert sich die eigentliche Entschärfung. Zur Sperrzone gelten auch Teile der Hochschule, das Rathaus und das Eck 3.